Die Bundesliga-Hinrunde 2014. Fünf Fußballmonate voller Überraschungen. Einzig die Bayern erfüllten alle Erwartungen. Ungeschlagen liegt der Rekordmeister mit 11 Zählern Vorsprung auf Platz 1. 4 Gegentore und die früheste Herbstmeisterschaft der Bundesliga-Geschichte. Das ist Rekord. Die Konkurrenten ziehen ihren Hut vor der Münchner Dominanz. Wenn du in München nach München fährst und 4, 5, 6-0 verlierst, ist doch alles normal. Die nehmen dir die Lust, weil du nur hinterher rennst und irgendwann, Frage der Zeit, macht Batsch, Batsch, Batsch. Müller rennt raus, hat ein Tor gemacht, ja, und so weiter. Also, Lewandowski ist natürlich auch eine Vollgranate und so weiter. Das sind ja alles, ich kann ja da jeden Spieler nehmen, Götze und so weiter. Das sind ja alles Spieler, die in jeder anderen europäischen Spitzenmannschaft auch absolute Spitzenspieler wären. Hinter den Münchnern ist die Tabelle jedoch durchgewürfelt wie nie. Der etatmäßige Bayernjäger Borussia Dortmund legte einen beispiellosen Absturz hin und überwintert auf Abstiegsplatz 17. Ohne Frage, die Horror-Hinserie des BVB ist die Überraschung 2014. Ich weiß, wie Abstiegskampf sich anfühlt und kann da sicher Erfahrungswerte. Also ich habe 98% aller Abstiegskämpfe, an denen ich teilgenommen habe, bestanden. Ich habe keine Notfallszenarien. Wie komme ich hier noch raus mit erhobenem Kopf und wie kann ich hier meinen Ruf noch retten oder sonst irgendwas? Darum geht es überhaupt nicht. Immerhin, bei den Fans hat Klopp immer noch jede Menge Kredit. Trainerdiskussion im Abstiegskampf, nicht so beim BVB. Und ich möchte Ihnen eins sagen, Herr Klopp. Sie haben uns zum Erfolg getragen und heute tragen wir Sie durch die Krise. Und es gibt für mich nichts mehr, was ich liebe als meinen BVB. Okay. Für das positive Highlight der Hinrunde sorgte der FC Augsburg. Die Schwaben liegen mit 27 Punkten auf Platz 6 auf Europa-League-Kurs, Vereinsrekord. Noch besser ist die Stimmung da in Wolfsburg. Die Wölfe sind alleiniger Bayernjäger. Doch davon wollen die Niedersachsen nichts hören und üben sich in Understatement. Weihnachten gucke ich auf die Tabelle, bestimmt. Aber ich werde jetzt nicht sagen, ich will Punkte X holen. Wir fahren gut damit, wenn wir von Spiel zu Spiel denken. Genießt einfach jedes Spiel mit uns und wenn wir es gewinnen, umso besser. Wie gewohnt drehte sich auch das Trainerkarussell 2014. Mirko Slomka, Robin Dutt und Jens Keller mussten vorzeitig gehen. Armin Fee verließ den VfB Stuttgart freiwillig. Vor allem Kellers Nachfolger auf Schalke sorgte für Aufsehen. Roberto Di Matteo, Champions League-Sieger 2012, übernahm die Königsblauen und holte immerhin 6 Siege aus 10 Spielen. Sportvorstand Horst Held glaubt, in dem Schweizer den richtigen Mann für S04 gefunden zu haben. Wissen Sie, ich mache das jetzt schon seit 8 Jahren in der Funktion und in diesen 8 Jahren habe ich 7-mal geschafft, mit meinen Mannschaften in den internationalen Wettbewerb zu kommen. 5-mal davon in der Champions League, 2-mal davon in den Europapokal. Ich weiß also, wie man Mannschaften zusammenstellt, die es in den internationalen Wettbewerb schaffen. Ich weiß es, wie man ins Pokalendspiel kommt und ich weiß sogar, wie man deutscher Meister wird. In dieser Saison wird Held das wohl nicht beweisen können, denn der Meister steht nach der Hinrunde eigentlich schon fest. Dennoch, die Rückrunde verspricht spannend zu werden, denn zumindest hinter den Bayern ist der Kampf um die besten Plätze offen wie nie.